Hallo, ich habe jetzt lange gewartet. Hier die Woche habe ich die ersten landwirtschaftlichen Sachen eingebaut. Landwirtschaftlich, habe ich das jetzt gerade gesagt? Das hört sich an, als wollte ich Kartoffeln inzwischen die Gleise pflanzen. Ja, das ist absolute Quatsch. Aber jo, ich habe mich mal befasst mit den Bahnsteigen. Die sind ja jetzt vorgestrichen. Wie man das jetzt sieht, haben die auch eine Ebene. Hier vorne, da habe ich mir Holzleiste hier geschnitten, damit die nicht so teuer sind. Hier hinten, die Bahnsteige, die habe ich noch ohne Kork gelegt, damit ich wieder auf die Originalhöhe von 4 mm komme, weil da gibt es ja auch NEM-Normen. Ja, das sollte man gar nicht glauben hier. Das heißt Norm Europäische Eisenbahnen. Davon kann man sich etliche Sachen rausziehen. So. Wenn sich jetzt jeder wundert, warum hier so viel Panzer rumstehen, den Panzerzug, den habe ich nicht umsonst als erstes gebaut. Weil der Panzer und die lange Personenware, die Personenwagen, das sind die längsten und die Panzer, das sind die breitesten, weil die haben Überbreite und die kann ich hier wunderbar nehmen zum Probieren, dass das an der Bahnsteige vorbeipasst. So. Hier habe ich jetzt einen Meter hingelegt, da will ich jetzt auch was erzählen über die Bahnsteiglänge. Hier vorne sieht man ein schönes Signal. Mir ist auch klar hier, dass das da nicht hinpasst. Da müsste normalerweise HP2 hin, aber ich will mal 20 Päckchen da nicht auspacken. Warum dahinter Personenwagen sind, das zeige ich jetzt mal klar. Weil die Signale, die haben Zugbeeinflussung und hier muss ich das ausprobieren. Dass die Personenwagen, also die längsten und die breitesten Wagen, direkt daran vorbeipassen. Also das geht schon ganz gut. Gehen wir hin in die Ecke. Da habe ich das auch probiert. Deswegen steht da auch noch ein Personenwagen und ein Panzer. Wenn ich den jetzt hier um die Ecke rumschiebe, da ist sehr wenig Platz und es ist auch sehr wenig, sehr knapp. Hier der Personenwagen, der hat 5 mm Luft bis zur Wand und der Panzer, der hat vielleicht noch 2 oder 3, aber wie gesagt, ich habe das jetzt ausprobiert und das passt wunderbar. Hier oben sieht man jetzt, wie ich das mit einer Auffahrt gemeint habe. Hier die Klötze, das sind Nuten-Federbretter, die habe ich mir so hingestellt, dass ich hier drinnen die Drähtverstecke kann die bis nach hinten legen, kann mir da ein Loch hinbohren. Und dann fliegen mir die Drähte nicht in die Füße und drumrum. Ich vergesse immer die Hälfte. Das ist komplett anders Rezept. Die wird hier vorne weg was erzählen und hinterher kommt wieder was ganz anderes dabei raus. Ist egal. So, hier habe ich mir jetzt auch endlich im Mo ein Probegleis gebaut. Das ist vergabelt und nicht verklemmt. Das habe ich letzte Woche schon erklärt. Die zweite Ebene habe ich jetzt extra mal abgenommen, damit man das unten sehen kann. Zu den 3D-Effekten, da habe ich jetzt mal was aufgebaut, was man die letzte Woche nicht gesehen hat. Und da sieht man auch, wie ich das mit den Bäumchen gemeint habe. Ich habe die Hähne komplett abrasiert und wenn man die so hinstellt, gibt das nochmal was. Da muss man halt 2 oder 3 Bilder hintereinander machen und durch die Beleuchtung sieht man auch schon, dass da Schatten geworfen werden und weiter. Ja. Zwei verschiedene Schotter hatte hier. Das ist der Schotter, den man überall kriegt. Der ist aber zu grob, kann ich. Und hier den habe ich mir bei der Gleisschotterschmiede bestellt. Das war auch so Ding. Da hat oben das P-Ball gesponnen, weißt du das? Und ich habe da drauf geklickt und wollte bezahlen. Ja, naja, das ist dreimal bestellt und hat es nur einmal bezahlt. Ich will hier keinen Cent mehr schon nicht von dem Mist haben. Weißt du? Aber das täusche ich erst gut. So, die Pipette sind da. Die sind wohl besser zum Dosieren. So, zu den Signalen hatte ich was gesagt. Worauf ich mich jetzt freue, das ist jetzt. Nach dem Video kann ich endlich mal, ja, ich weiß, das vergesse ich schon nicht, endlich mal abbauen und mal
die Plattformenparade zu vorbereiten. Dann ziehe ich mich um hier. Ich hoffe, ich finde meinen Zylinder noch hier. Das passt. So, ach ja. Hier, das habe ich heute im Überraschungsei gefunden. Jo, alles klar, 5 Minuten. Das ist aus einem 3D-Drucker und das ist eine Schotterhilfe. Also das Ding, das finde ich richtig geil hier. Das werde ich nächste Woche mal ausprobieren. Ich muss das natürlich erst zusammenkleben. So, wie gesagt, ich baue jetzt um, dass ich meinen Panorama-Zuchomo zeichnen kann. Und da freue ich mich schon jahrzehntelang drauf. So, bis dann. Macht's gut. Tschüss.